Oh, die Nacht tat gut. Das sind ja schon diese eingebildeten Fatzken. Ja, die sind mir jetzt erst einmal egal. Was will... Was? Was zum Henker? Bist du bescheuert? Meine Güte. Was ist hier los? Meine Güte, ey, die haben uns nichts zu tun. Ich wollte anfangen, mein Haus zu bauen, aber mir fehlt noch Holz. Vielleicht versuche ich mich einfach mal darin, Holz zu sammeln. Das wäre vielleicht praktisch. Mein Essen ist noch alles hier drinne. Ja. Ich hab's. Oh. Okay. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja Fleisch gefunden. Ja, das habe ich bei jemandem aus dem Ofen stibitzt. der goldene Apfel kommt aber hier rein. So. Das ist doch schon mal eine gute Menge Geld. Allerdings brauche ich mehr. Denn im Dorf gibt es ja wunderbares Essen. Ich wollte jetzt zum Waffenschmied. Hä? Hallo? Oh, was ist hier denn passiert? Hallo? Mal gucken. Vielleicht ist jemand im Dorf. Ui, was haben wir denn hier stehen? Mal schauen. Oh. Meine. Nee, das sammle ich nicht ein. Hallo? Keiner da. Ah, zu ihm wollte ich. Ja. Der Herr Lloyd ist noch nicht aufgewacht, oder? Nee, leider nicht. Könnten Sie mir eventuell noch 2 Steinschwerter machen und ein paar Äxte? Ich würde mich gerne mal darin versuchen, Bäume zu fällen. Denn wenn der Herr Lloyd nicht auftaucht, passiert auf meinem Berg auch nichts und ich brauche aber Holz und... Ich muss dort oben Platz schaffen für mein Haus. Alles klar, kein Problem. Also etwas stärkere Schwerter oder halt. Je stärker, desto besser, denn. Die man leichter reparieren könnte. Ich habe die Materialien gerade gar nicht dazu. Scheiße. Ich würde sagen, je stärker, desto besser, denn die Monster werden ja auch nicht schwächer. Ich denke, dann nehmen sie erstmal. Warte.
Hatten Sie nicht schon ein Schwert oder? Ja, Ja. das hier, aber ich komme mit diesen hier halt besser zurecht. Ach, das meinen Sie? Ja. Ja, gut, warte. Bitte sehr. Und noch die zwei Äxte, richtig? Machen Sie mal bitte 5 draus. Fünf. Ja, falls vielleicht noch jemand Holz braucht und ich wirklich damit umgehen kann, dass ich ja das Holz bereitstelle. Und das, wenn Sie nicht genug Materialien haben, reicht das erste Mal für den Anfang. Ah, okay. Okay, alles klar. Ja, was bekommen Sie? Wie, was bekomme ich? Naja, Geld. Wie Geld? Ich dachte, wir. Oder wollen Sie keins? Nee, nee. Ich verlange, sagen wir mal, ich verlange erst Geld, wenn ich meine Spiele fertiggestellt habe. Also. Aber dann gebe ich Ihnen wenigstens was zu essen. Ja, okay, na dann. Ich hoffe, es schmeckt. Lecker, ja. Okay, dann noch einen schönen Tag. So, da wollen wir uns mal versuchen, ob wir das Holz bei mir wegkriegen. Ah, hier sind ganz schön viele Löcher. Hier sind bestimmt ein paar Monster explodiert. Ui. Oh. Die kann man ja so abbauen, wenn man die mit Wurzel rausreißt. Das ist praktisch. Vielleicht kann das Fräulein Sissi ja was damit anfangen. Oh. Okay. Essen kriegt man auch daraus. Das ist sehr schön. Au! Diese scheiß Bienen hier! Kann man das nicht irgendwie kaputt machen? Mist. Wo fange ich denn? Ich fange mal hier an. Es dauert, aber es klappt. Yippie! Blätter rausreißen geht auch ganz einfach. Oh, dann kann ich ja jetzt bald anfangen mit Bauen. Naja, wenn der Herr Lloyd nicht auftaucht, ja, dann müssen wir halt sehen, wie wir hier an Holz kommen. Das läuft ja wie am Schnürchen. Guck nicht so, du Arsch. Ihr redet nicht mit mir, ich rede nicht mit euch. Ui, ja. Das läuft echt klasse hier. Au, au. Diese Scheißbienen. Au. Ganz kurz hier abernten, ne? Au, 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 au. Nicht, dass die noch kaputt gehen, die Früchte. Au, au, au.
Vielleicht verschwinden die Bienen ja, wenn man das die Bäume fällt. Au, 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 au. Das ist gar nicht gut. Ganz schnell rennen. Schnell. Au. 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 Mist, ich hasse diese Bienen hier. Ja, da war man tot. Ui, dafür ist der Stein gut. Das ist ja klasse. Das ist echt praktisch, da muss man den ganzen Weg nicht mehr laufen. Hier. Au. Au, au. Au, 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 au. Das ist fies. Die greifen nur mich an. Aber an das Holz kommen. Ja, da komme ich noch ran. Und das andere nicht mehr. Au, 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 au. Komm ich da ran? Au, 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 nein, 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 nein. Ich will doch nur an das Holzstück. Au, au. Ja, aber jetzt ja. Irgendwann ist auch mal genug. Au. Oh. Was war das? Eine Biene. Ich habe eine Biene eingesammelt. Der arme Schmetterling. Noch mehr Essen. Ich hasse Bienen. Zum Glück bin ich nicht allergisch. So, die Bäume müssten dann auch verschwinden. Ich habe hier drinnen keinen Platz mehr. Scheiße. Ja. Hallo. Hallo.
Gucken, ob der Herr Tobias da ist. Hallo? Hallo? Nö. Mist. Hallo? Hi, was haben Sie auf mich gesucht? Ich wollte zu Ihnen. Ach so. Ja, und zwar, ich brauche so einen schwarzen Stein, womit man die Fackeln herstellen kann. Wie viel? Mehr oder? Das reicht, auf jeden Fall. Okay. Was bekommen Sie dafür? Sagen wir mal, zwei Eisenmünzen. Ich habe noch keine Preise festgelegt. Ach so, ich bin gleich wieder da, ich hol bloß Geld. Zwei Eisenmünzen. Ja, gut. Die Steine habe ich für fünf gekriegt. Das ist recht günstig, muss ich sagen. Das ist recht günstig. Also das können Sie jetzt auch einfach mit den Händen machen. Also Sie gehen einfach hin und legen so vier aneinander. Und dann arbeiten Sie die zusammen. Und dann kommt da so ein Stern raus. Hat aber eigentlich vor, mich jetzt schlafen zu legen. Jetzt sofort. Hier Da sind wir. ist Ihr Geld. Danke. Ach so, gut. Ich hab's hinbekommen. Ah, gut. Ja, das sind die Steine. Dann. Glaube ich, oder? Ja. Dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen guten Abend. Ich lege mich jetzt schlafen. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach so, könnte ich dann, wenn ich, tut mir leid, wenn ich die Schmiede fertiggestellt hätte, könnte ich mir dann Ich gebe Ihnen irgendwie. morgen noch Eisen. Ach, Eisen. Ja. Oder bräuchten Sie mehr? Nee. Keine Sorge. Über Preis können wir später reden. Ja. Boah, und ich muss gleich bezahlen. Gute Nacht. Boah. Herr Tyrox, Ja. Ihr Haus besteht ja aus Holzstämmen. Ja. Und ich habe ein Erfolgserlebnis mit den Äxten, das hat halt wirklich geklappt. Ja. Also wenn Sie noch was brauchen, ich habe da gerade ein bisschen was vorrätig. Ach, ja, dazu sage ich nicht nein. Aber nicht jetzt, weil ich gerade sozusagen überladen bin. Okay, Sie wissen ja, wo ich mein Haus baue. Ja. Alles Alles klar. klar. Okay. Wer war das? Das war Melvin. Weiß ich nicht, was der da oben macht. Aber ich glaube, Ich ich denke, der baut so da oben sein Haus, denke ich mal. werde gleich mal gucken gehen. Alles klar, gut. Ich Wir stelle meine Schmiede fertig und ja. Wir Ihnen sehen uns. noch einen schönen Abend oder Nacht, was weiß ich. Bei mir ist es noch hell. Bei mir ist das noch hell. Oder ist das bei Ihnen dunkel? Bei mir ist es Nacht. Oder haben Sie irgendwelche Wahnvorstellungen oder? Eigentlich nicht. Wenn das jetzt am Shader liegt, muss ich den auslassen. Denn das ist mir in den letzten Folgen schon aufgefallen, dass es mir dauerhaft Tag ist. Werden wir gleich sehen.
Na komm. Na. Das dauert immer ein Weilchen, weil er ja alles neu machen muss. So lange warten wir natürlich. Oh, aber wenn das jetzt wirklich am Shader liegt, dann muss ich mir einen neuen suchen. Wobei ich mit dem eigentlich immer gut bedient war. Jetzt. Tatsache, es ist Nacht. Es liegt am Shader. Da müssen wir uns demnächst mal einen neuen suchen. So, der Tyrox ist gerade umgefallen. Okay. Ja, der Herr Tyrox scheint wohl nicht mehr wiederzukommen. Das ist schade. Ja, ich werde gleich mal nachschauen, was der Melvin macht. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.